Hallo und schön, dass du da bist. So, beim letzten Mal haben wir ja die verschiedenen Tiere gekauft und insbesondere auch die Heuschrecken, Spinnen und Steinnaseneier. Und die sind jetzt, die ersten zumindest, sind mal fertig. Und die Idee dahinter ist, dass man, wenn man verschiedene dieser Tiere hier im Stall hält, dann immer ausreichend Material für alchemistische Grundsubstanz hat. Und die produzieren aber teilweise zum Beispiel die Steinnasen dann ganz nebenbei auch noch andere Dinge. So, das Erste, was ich hier habe, sind die Heuschreckenbabys. Die Heuschreckenbabys bekommen von uns schattengewürztes, verderbtes Fleisch, ist es, glaube ich, oder verfaultes. Das müsste passen. Also nur das Beste natürlich für unsere Tiere. Wo ist es denn jetzt? Das da. Ja, genau. So, und jetzt können die hier so ausgebrütet werden. Dann können wir gucken, ob schon die nächsten auch schon fertig sind. Ja, sie sind alle fertig. Genau. Kieselnasen, gut, Schuhschnabel, die kommen erst noch mal in den Kühlschrank. Unsere ersten Tierchen sind fertig. Schauen wir mal. Sandechsen. Leider keine spezielle dabei, aber gut. Wir nehmen mal zwei raus. Ja, beziehungsweise wir nehmen eigentlich, hier geht da nicht rein. Wir nehmen alle raus, aber wir bauen nicht alle auf. Ich sag jetzt mal, wir lagern die jetzt mal hier drin. Wir nehmen mal die, die schaut ein bisschen anders aus. Und diese hier. Und in der Zwischenzeit, wir schauen uns die gleich an, und in der Zwischenzeit tun wir mal hier die Steinnasen rein. Erstmal zwei und die kriegen Silberstaub zu essen. Und die anderen beiden kriegen Goldstaub zu essen. So, und jetzt hoffen wir, dass da dann Gold- und Silbersteinnasen bei rauskommen. Sonst müssen wir das Ganze eben nochmal machen, sage ich jetzt mal, ja. Und dann packen wir auch eine Spinne hier rein und die kriegt schattengewürztes Dämonenblut. So. Ihr könnt natürlich auch andere Dinge füttern, das ist klar. Dann schauen wir uns die beiden mal an. Wir gehen mal nach oben. Hier haben wir auch Platz. Also schön sind sie ja nicht. Dreh dich mal zu uns. Ist auf jeden Fall eine größere Sorte, ne? Und ja, hier können wir jetzt sehen, was wir denen zu essen geben können. Das Schattengewürzte. Wir hatten jetzt ein anderes genommen, anderes verdorbenes Fleisch. Aber all diese Sachen kannst du ihnen auch geben, wenn du sie großziehen willst. Ja, das ist hier das Gleiche. Also die Nahrung, die die haben wollen, ist die gleiche, ja. Die fertigen Sandechsen lagern wir mal hier im Kühlschrank. Dann bin ich gespannt, ob wir Glück haben mit den Steinnasen, dass wir Gold- und Silbersteinnasen bekommen. Ah, da sind sie ja. Na, wie schaut das aus? Das schaut gut aus. Eine Goldsteinnase haben wir. Die anderen sind leider normal und wir haben eine, ja, rote Spinne. So, wir nehmen die hier raus. Müssen wir leider noch mal Steinnasen reintun. Schauen wir noch mal, ob wir damit eine Silbersteinnase bekommen. Und ganz nebenbei können wir auch hier mal ein paar Schuhschnäbel reintun. Und die bekommen schattengewürzte Fettraupen zu essen. So, was haben wir denn da? Gut, da haben wir ein Vögelchen. Huch. Dann haben wir, ja, jetzt haben wir eine Silber- und eine Goldsteinnase. Und wir haben tatsächlich verschiedenstfarbige
Schuhschnäbel bekommen. Das ist sehr schön. Die gucken wir uns natürlich auch an. Dreh dich mal. Den haben wir zweimal. Ja, den haben wir zweimal. Und dann einen grünen und einen rosa. Nice. Schöne dekorative Vögel. Huch. Sehr schön. Ich habe noch die anderen Spinnen großgezogen. Lustige Anzeige hier. Wir haben hier unterschiedliche Spinnen erhalten übrigens. Eine andere Sorte noch. Eben hat er mir da zwei Silbersteinnasen angezeigt. War jetzt nicht die komplette Auswahl an verschiedenen Spinnen. Aber die eine ist eine andere. Und dann haben wir hier die 7. Ja, aber das sind jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt dekorative Tiere, ne? Oh, jetzt wird es gerade dunkel. Schnell wieder Tag gemacht. So, aber was wir eigentlich wollen? Wir wollen die verschiedenen Tiere. Und zwar die Goldsteinnase, die Silbersteinnase, hier eine Sandechse, eine Spinne haben wir eh schon hier, die andere kann da rein. Und nehmen wir mal zwei Sandechsen so. Ich glaube, die Sandechsen produzieren etwas mehr von dem, was wir wollen. Und die eine Spinne da rein. So. Jetzt brauchen wir noch Futter. Ach, das habe ich da unten. So, die Fettraupen werden von der Spinne gefressen. Die Sandechsen fressen Fleisch. Das habe ich auch im Inventar. Die Sandechsen fressen Fleisch. Und die Steinnasen fressen Steine. So, die Steine. Genau. So, und die sollten jetzt fleißig produzieren. Und zwar die Steinnasen, natürlich Gold, Silber, aber produzieren auch Stein und Eisen und andere Dinge. Und die Sandechsen und Spinnen produzieren Wundsekret. So der Plan. Und das sind die Grundzutaten, die wir für die alchemistische Grundsubstanz benötigen. Ja. Und so, ja, so könnt ihr relativ einfach sozusagen eine Farm für alchemistische Grundsubstanz aufsetzen. Jetzt schauen wir nochmal, was da im Endeffekt tatsächlich rauskommt. Übrigens, die Steinnasen produzieren nebenbei auch Steine. Also die ernähren sich fast selber. Die ersten Ergebnisse haben wir hier schon. Wir haben Wundsekret bekommen hier von unseren, was ist das, Insekten oder was auch immer. Übrigens, die Spinnen würden auch Insekten zum Beispiel essen oder Menschenfleisch oder Dämonenblut. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt die Fettraupen zum Beispiel verfüttern. Das Einfachste für die Steinnasen ist natürlich, ihnen Stein zu geben. Vor allen Dingen, da sie ihn selber auch großteils nachproduzieren. Und die haben uns jetzt hier auch schon Eisen, Gold und Silber gegeben. Und natürlich kriegst du den Mist raus. Und welche, ich sag mal, welche Varianten du nimmst oder wie viele dieser Käfige mit den Tieren du hast, ist natürlich ja, von Lust und Laune, Platz und so abhängig. Damit haben wir aber sehr, sehr einfach die Basismaterialien für die alchemistische Grundsubstanz zusammen. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen. Und wenn ihr weitere Ideen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare rein. Das freut mich immer sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß im Spiel!